Ja, willkommen zum zweiten Teil. Ich habe mir jetzt tatsächlich dieses exzentrische Tretlager bestellt, um die Kette zu spannen von der Firma Trickstuff. Das ist der Exzentrika. Werden quasi diese Innenlagergehäuse eingeschraubt. Dann kommen diese Adapterplatten hier drauf und damit kann quasi die Kette gespannt werden. Hier kommt noch so eine Schraube und Bolzen rein. Ja, und dann auch, wie man das funktioniert soweit. Ich habe das schon eingeschraubt, aber vergessen zu filmen. Deswegen sieht es schon so aus. Dann noch von der Firma Trickstuff braucht man noch, um das letztendlich festzuziehen, ein spezielles X-Tool nennt sich das. Das ist so ein Stahlklotz mit so Nippeln dran hier. Die kommen quasi in die Löcher. Und du kannst mit einem 32er Mausschlüssel oder irgendeiner Zange wahrscheinlich auch richtig fest angezogen werden noch. Ja, das probiere ich jetzt mal aus und gucken, ob das alles so funktioniert. Kurzes Update. Ja, die GoPro hat sich aufgehangen anscheinend und hat einiges nicht gefilmt. Sei es drum. Die Exzentrika-Platten sitzen jetzt hier hinter dem Kettenblatt und auf der anderen Seite. Die Tretlagerwelle habe ich durchgesteckt und die Pedale, die gegenseitig die Kurbel locker aufgesteckt, noch nicht festgezogen. Und jetzt müssen quasi beide Exzentrika-Platten gleichzeitig gedreht werden, um die Kette zu spannen, weil sonst verkeilt sich hier die Tretlagerwelle und verklemmt sich. Das Problem hatte ich gerade auch schon. Da kriegt man saumäßig schwer wieder los. Naja, das versuche ich jetzt mal und mal gucken, wie es läuft. So, einen Tag später und 1000 Versuche später habe ich es hoffentlich endlich hingekommen. Da kann man sehen, dass die beiden Adapter da sitzen. Das Problem war, dass die Kurbelwelle, die drüben rausgekommen ist, für mein Empfinden nicht weit genug rausgekommen ist, obwohl das Tretlager ersetzt wurde durch das von Trickstuff. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass hier diese Abschlusskappe, die die Kurbel ans Tretlager zieht, die wird nicht richtig fest, habe ich das Gefühl. Ach, tausendmal im Internet hin und her gelesen, aber auch nichts gefunden. Ja, weiß ich nicht. Also dieser Splint oben bei den Shimano-Kurbeln, der über die beiden Schrauben sitzt, geht auf jeden Fall zu. Ging auf jeden Fall rein. Die beiden Schrauben konnte ich auch anziehen fest. Ja. Kettenspannung scheint in Ordnung zu sein. Im Gegensatz zu vorher viel, viel besser. Ja, jetzt muss natürlich erstmal irgendwie getestet werden, weil kann ich irgendwie auch überhaupt nicht beurteilen, ob das jetzt alles funktioniert. Aber es sieht schon mal gut aus. Und ja, ich musste noch mal einen Spacer verschieben, so einen kleinen von außen nach innen, weil die Kettenlinie nicht mehr so optimal war wie mit dem alten Tretlager. Ja, oh, ein Ärgernis, aber jetzt ist es endlich fertig. Ich werde es ausprobieren und werde meine Erfahrung auf jeden Fall mitteilen. Bis dann.